Welchen Reifen, beziehungsweise welchen Slick, welchen Rennreifen werde ich in diesem Jahr 2023 auf meiner Honda Fireblade CBR 1000 RR-R SP2 fahren? Ihr erfahrt es in diesem Video. Seid sehr gespannt. Absolut spannendes Thema mit viel, viel Insights. Die Reifenhersteller sind mittlerweile alle auf einem Niveau, wo es nicht wirklich einen schlechten Reifen gibt. Deswegen ist die Frage, die ich oft bekomme, hey Matthias, welchen Reifen soll ich mir kaufen, immer extrem schwierig, weil es doch meist am subjektiven Empfinden letztendlich die Spreu vom Weizen teilt. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich mein subjektives Empfinden über diverse Reifen immer mit euch kundtun. Es gibt nicht nur ein Produkt und das ist das Beste und sonst alles andere ist Müll. Das gibt es ja schon lange nicht mehr. Also ich habe mal eine ganz lange Zeit Bridgestone gefahren und dann habe ich eine längere Zeit Pirelli gefahren und Dunlop eher selten, muss ich gestehen. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Der Bridgestone war eigentlich einer der Reifen, wo ich sage, der war am zugänglichsten, der war am einfachsten zu fahren, der hat immer funktioniert, der ist nicht aufgerissen, der war wirklich, wirklich eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau, muss man fast sagen. Mit der Krise ist es so losgegangen, dass die Reifen nicht mehr verfügbar waren oder teuer geworden sind oder irgendwelche Händler Altbestand für Wucherpreise verkauft haben, wo ich dann gesagt habe, hey, Moment mal, das ist mir nicht wert, jetzt für so einen Bridgestone hier jetzt 280 Euro für den Hinterreifen zu bezahlen. Das ist relativ sinnfrei. So, und dann hat man natürlich andere Reifen gefahren und dann bin ich zum Pirelli Big Size gekommen. Der Big Size war einer der Reifen, der mir viel Aha-Erlebnisse gegeben hat, wo ich auch wirklich schneller geworden bin als vorher. Vor allem das Vorderrad gab mir viel Vertrauen auf der Bremse zum Scheitelpunkt. Da habe ich ja eh schon mal ein ausführliches Video drum gemacht. Auf jeden Fall habe ich wirklich über meine Tausenden von Rennstreckenkilometer extrem viel Erfahrung mir angeeignet, was die Thematik Reifen anbelangt. Der Pirelli hat natürlich so ein bisschen den Nachteil, es ist ein High-Performer-Reifen, das ist ein Vorteil, aber es hat auch einen Nachteil, dass man halt wirklich genau schauen muss, welche Mischung passt zu welchen Temperatur, die Langlebigkeit ist nicht so hoch und so weiter und so fort. Viele Alternativen gibt es nicht wirklich. Ich bin dann letztes Jahr durch mehr oder minder Zufall zu Michelin gekommen und habe mit Michelin einen sehr umfänglichen Test in Brünn gemacht. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen. Letztes Jahr, wer mich schon länger verfolgt oder für die, die es noch nicht mitbekommen haben, verlinkt mir das Video gerne nochmal in der Beschreibung. Und es war das erste Mal auf Michelin. Und Michelin, wenn man so in der Community rumhört, dann sind viele irgendwie, warum auch immer, so ein bisschen mit Abstand, oh mein Gottes Willen, Michelin und kennt keiner, wieso fährt das keiner und so weiter und so fort. Michelin hat wohl in der Vergangenheit früher mal einen sehr, sehr spitzen Reifen gehabt, der wirklich eigentlich mehr für die Profis war und der Hobbyfahrer wenig damit anfangen hat können. Das weiß ich aber nur aus Hörensagen, wenn ich nachfrage, warum denn der ein oder andere vielleicht Berührungsängste aktuell mit Michelin hat. Als ich aber den Test dann letztes Jahr mit Michelin in Brünn gemacht habe, war ich eigentlich echt vom Hocker. Weil der Reifen für mich, für meinen Fahrstil, für meinen Speed ein paar Vorteile bietet gegenüber den Konkurrenten. Und auf die möchte ich jetzt einmal kurz eingehen, bevor ich euch noch weitere Details verspreche oder erzähle. Zum einen ist einmal das Thema Radienführigkeit, also Handling. Und das ist was, wo der Michelin gegenüber allen Reifen, die ich bisher gefahren habe, wirklich, wirklich ein Step over ist. Das Motorrad ist gefühlt 20, 30 Kilo leichter und das liegt speziell an dem Vorderrad. Da gibt es kein Big Size Vorderrad, aber das ist gefühlt ein bisschen höher und das Motorrad lenkt wahnsinnig agil zum Scheitel und auch am Scheitel sind die Radien massiv eng zu fahren. Das ist teilweise so, dass du am Anfang das neue Erlebnis mit dem Reifen gefühlt 5 Meter zu früh am Scheitelpunkt bist. Also es ist wirklich, wirklich genial. Auch wenn man mal ein bisschen Fahrwerksdefizite hat,
kann man damit wirklich, wirklich auch kompensieren, was zwar nicht der Sinn und Zweck ist, aber theoretisch könnte man das machen. Also es ist wirklich wahnsinnige Agilität und auch dazu Stabilität. Das Vorderrad ist um einiges härter gefühlt als wie beim Pirelli und das macht wahrscheinlich das auch aus. Ich denke, am Anfang habe ich gedacht, so, oh, härteres Vorderrad gibt mir bestimmt wenig Vertrauen bei Bodenwellen und so weiter. Das ist aber auch nicht der Fall. Also sprich, auch in Bodenwellen, in Schräglage, in tiefer Schräglage, macht dir das eigentlich jetzt auch nicht wirklich das Problem und du bist trotzdem confident und traust dich, in diese tiefen Schräglagen zu gehen. Also das muss ich wirklich sagen, das Handling und die Agilität ist massiv mehr mit Michelin und das war halt schon ein wirklich, wirklich, wirklich Big Part. Ich muss dazu sagen, ich spreche jetzt speziell von dem Michelin Performance League, also das, was jetzt mit Pirelli à la SC1, SC0, SCX und so weiter vergleichbar ist. Es gibt auch noch andere Sorten von Michelin, die habe ich aber selber noch nicht gefahren, werden wir im Laufe des Jahres aber für euch testen. Zweiter sehr, sehr wichtiger Vorteil für mich ist tatsächlich das Hinterrad mit dem Feeling über den Grip. Also das ist eigentlich, wow, das ist wirklich, das ist das Abartigste überhaupt. Also ich meine, der Pirelli macht den Grenzbereich am Hinterrad wirklich gut. Da gehst du ans Gas und du kannst es schön sliden lassen und so weiter. Das funktioniert wirklich gut. Aber der Michelin, das ist eine andere Welt, was den Grenzbereich anbelangt. Ich habe noch nie so viel Vertrauen über ein Hinterrad gehabt. Speziell auf Strecken, wo der Grip schlecht ist, zum Beispiel in Brünn, wo wir ja den Test gemacht haben, jeder weiß, der Grip in Brünn ist so, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm, aber ja, der Grip ist nicht toll. Und ich war wirklich in der Lage, ab dem Scheitelpunkt, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gas aufgemacht habe, das Motorrad wirklich zu zirkeln übers Hinterrad und so, oh, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Also wie wenn ich eine Motocross mit einem Stollenreifen in einem schön griffigen Boden hätte. Also wirklich, wirklich genial. Also das war Wahnsinn. Also da gab es dann keinen Kurvenausgang mehr, wo ich quasi nicht am Limit war und nicht das Motorrad zirkeln habe können am Gas. Und es war wirklich, wirklich verblüffend und wirklich gut. Und zudem ist auch das Grip-Level der Wahnsinn von diesem Medium, der Medium-Family. Da gibt es ja den Soft-Medium, den Medium und den Medium-Hard. Und das ist so, sind so quasi so die Xer, also der Qualifier bzw. der High-Performance, wirklich High-Performance-Reifen, mit dem wirklich was geht. Und der Soft alleine davor, das ist so ein bisschen der SC1, so dieser Allrounder, der überall funktioniert. Und bei Michelin muss man aufpassen, da ist quasi umso heißer, desto härter muss man gehen. Das muss man wissen. Gibt es aber auch Broschüren und so weiter. Ich verlinke das dann dementsprechend unten. Und das, also das, die Kombination mit dem Gripniveau und dieser Transparenz, ich hasse dieses Wort, weil es mir dermaßen auf den Keks geht, wenn sämtliche Motorradjournalisten, die nicht schnell Motorrad fahren können, von der Transparenz am Rad reden, da kommt mir die Galle. Allerdings, wenn du wirklich im Grenzbereich bist und das Motorrad schon in einem Driftwinkel hast und dann drüber drehen kannst am Gas, also sprich, das slidet schon und du kannst aber brr, 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 ne? Du kannst brr, 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 brr. Und das ist so einfach zu handeln wie in Zeitlupe, das habe ich bisher noch nie an einem anderen Reifen erlebt. Also, kann auch sein, dass das genau auf meinem Fahrstil wie so der Deckel auf den Topf passt, aber das haben mir dann mehrere schnelle Fahrer eigentlich bestätigt und ich muss sagen, das wird dann wahrscheinlich auch so sein und wirklich, wirklich, wow, das ist, die zwei Gründe sind schon mal top. Und dann kommt noch der dritte und das ist, mit dem habe ich eigentlich schon gar nicht mehr gerechnet und das ist sogar noch die Langlebigkeit. Also der Hinterreifen hält länger als von anderen Herstellern, obwohl er so viel mehr Grip hat. Wir haben das im Brünn gemacht, wir haben wirklich Long Runs gefahren. Wir sind raus, ich bin im Langstreckenrennen, ohne das Rennen mitzufahren, bei damals glaube ich FE Performance, und bin einfach nur 45, 50 Minuten Stints gefahren und habe den Reifen runtergefahren. Und wo ist denn da eben sein Ende? Ne? Und dann sind wir am Schluss, der Reifen hatte schon quasi eine Stunde drauf und dann sind wir immer noch 2-10er Zeiten gefahren im Brünn. Und klar baut der Grip ab, es war immer noch zu handeln. Und das wäre halt mit einem anderen Hersteller in noch so vielen Runden nicht mehr möglich gewesen. Also es war wirklich, wirklich top. Und von dem her war das für mich tatsächlich der Traumpartner für 2023. Und freue mich auf ganz viele Tests, die wir heuer vorhaben mit dem Reifen, die wir machen, die wir natürlich videotechnisch auch für euch festhalten. Und jetzt kommt auch noch der
Oberhammer obendrauf. Also für alle die, die da skeptisch sind und kein Vertrauen haben und Bezug brauchen und jemanden wirklich als Support brauchen, was das Thema Reifen anbelangt, habe ich mich mit Michelin zusammengesessen und haben gesagt, wir brauchen was für unsere eigenen drei Track Days, ne? Zweimal Pannonia, einmal Slowakiering. Und hat Michelin gesagt, okay, wir geben euch einen exklusiv Michelin Techniker. Und zwar kommt da der Tom Ecker von Bikebox 79 mit und betreut jeden Michelin-Fahrer und der es noch werden möchte. Und für die, die es noch werden möchten, haben wir gesagt, okay, wir machen ein Package. Wir geben am Tag 10 Reifen aus, 10 Sätze Reifen aus für 10 Fahrer quasi pro Tag, die den Reifen testen dürfen. Und wenn ihnen der Reifen nicht gefällt, dann dürfen sie den Reifen einfach wieder zurückgeben. Wenn er ihnen gefällt, dürfen sie für den normalen Kurs dort beim Eckerturm abkaufen. Aber wir wollen damit zeigen, dass der Reifen kein Grund hat, davor Angst zu haben oder so, sondern im Gegenteil. Die Fahrer, die ich jetzt schon auf Michelin gesteckt habe, da habe ich das teilweise in die Hand genommen und gesagt, steck der Michelin drauf, wenn er dir nicht gefällt, ich kaufe ihn dir ab. Und die sind alle 1-2 Sekunden schneller gewesen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und vor allem für die, denke ich, für die mittel- bis schnellen Fahrer ist der Performance wirklich das Nonplusultra. Die anderen jeweiligen Reifen, die tun wir natürlich noch dementsprechend testen. Also, bei unseren Events 10 Teilnehmer pro Tag. Wir haben 3 Tages-Events. Bitte, alle die jetzt dabei sind, ich blende die E-Mail-Adresse vom Tom Ecker ein. Der Tom Ecker ist der den Reifenservice macht. Da bitte anmelden per E-Mail. Ich möchte gerne den Reifen testen. Die ersten 10 zählen. Alles, was darüber hinaus ist, ist leider dann zu spät. Ich kann es nicht ändern. Wir können nur 10 am Tag mit Support. Also der Tom ist bei euch mit dabei, betreut euch mit den Luftdrücken, mit den Fahrwerksabstimmungen bin ich natürlich mit dabei und so weiter und so fort. Schreibt bitte dem Tom euren Namen, euer Bike, an welchem Event das ihr bei uns dabei seid, welche Rundenzeit das ihr fahrt, was ihr Fahrwerk das ihr drin habt, wie schwer das ihr seid und so weiter, dass wir so viele Daten wie möglich haben, dass wir schon mal wissen, weiß, okay, der braucht Soft hinten, der braucht mal ein Medium, weil das ist ein schneller Fahrer, der braucht wirklich mal so einen, ne, High Performer, der braucht das Soft Vorderrad, der braucht das Medium Vorderrad und so weiter und so fort. Dass wir ein bisschen so eine Hausnummer haben, was wir an Kontingent mitnehmen müssen. Für alle die dann in diese 10 Fahrer nicht mit reingerutscht sind, weil sie vielleicht das Video zu spät gesehen haben. Wir haben natürlich massiv viele Reifen vor Ort, die ihr dann am Event quasi vom Tom beziehen könnt. Von dem her keine Angst. Ich kann es euch nur ans Herz legen, probiert den Reifen, probieren geht über studieren. Das muss man einfach im Zweifel ausprobiert haben. So, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich bin am Wochenende wieder in Rijeka und teste nochmal einen Michelin-Reifen auf der Honda. Und werde euch darüber natürlich dementsprechend im Laufenden halten. Das war's zu mir zum Thema Reifen 2023. Ich verlinke alles, was ihr braucht unten. Und probiert den Reifen auch bei anderen Events gerne. Ihr könnt sie auch so beim Tom Ecker beziehen. Der schickt sie euch und so weiter. Der macht ja den relativ großen Import Deutschland und Österreich. Und der steht euch auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um das Thema Luftdrücke und so weiter geht. Bitte nicht bei mir anrufen bezüglich Luftdrücken und so weiter. Da ist wirklich der Eckertom die Adresse und der hat die größte Expertise, wenn es ums schwarze Gold geht. Also, bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt gerne im Video einen Daumen hoch. Teilt das Video auch mit euren Freunden. Wenn ihr der Meinung seid, sie sollen mal Michelin ausprobieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit welchen Reifen auch immer gemacht habt. Ob ihr vielleicht schon eine Erfahrung mit Michelin gemacht habt, ob ihr die Erfahrung noch machen möchtet und so weiter und so fort, dass wir ein bisschen einen Diskurs haben unter dem Video und dass das Video natürlich dementsprechend auch viele Leute erreicht. Würde mich natürlich immer freuen. Das ist natürlich auch dementsprechend schön, wenn man eine Reichweite generiert. Also, bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.